Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Lexi Challenge und Familie Traumtänzer. Und bevor wir hier anfangen, erst einmal die neue Zuckerschiedel Challenge. Die Herausforderung, die jetzt einen Monat lang zählt, quasi die Dia de los Muertos Herausforderung. Ehre alle Verblichenen mit einer festlichen Hommage an ihr Leben. Haben deine Sims sich je gewünscht, ihr Verhältnis zum Sensemann zu verbessern, dann ist dies die Gelegenheit. Denn für kurze Zeit können sie an der Dia de los Muertos Herausforderung teilnehmen, um einen Preis zu gewinnen, der den Sensemann milde stimmt. Interagiere mit Jasmine, um die Herausforderung zu starten und bitte dann die vorbeigehenden bunt gekleideten Sims um Zuckerschädel. Sammle alle 9, um einen Preis zu erhalten. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben ja in der Challenge schon einige Tote auch. Und jo, gucken wir mal, was wir mit denen alles machen können. Ah, wir waren allerdings gerade noch in dem Luxury-Restaurant mit Timo und mit Dahlia. Deswegen gehe ich auch erstmal nochmal dorthin. Jasmine muss ja auch wieder irgendwo sein, wobei wir können sie auch anrufen, also von zu Hause aus. Ich denke, das werde ich dieses Mal auch versuchen. Ich habe bei der letzten Challenge, habe ich sie dann irgendwo in der Nachbarschaft gesucht, hatte sie auch gefunden. Jo, vielleicht könnte man das zwar auch machen, aber ich denke einfach, es ist sie dann anzurufen. Dahlia wird oder muss ja noch älter werden. Sie hatte ja schon geblinkt und wir hatten eigentlich noch einen Kuchen bestellt hier. So, über Essen plaudern, das war übrigens hier noch übrig. Dann gucke ich mal, wo haben wir denn noch Essen? Gastronomische Verwirrung ausdrücken. Oder einfach Delikatesse Kochkunst loben. Ich hoffe ja auch, dass dadurch Dahlia noch ein bisschen schneller vielleicht die Gourmet-Küche erklimmt. Wäre natürlich auch super. Dahlia hat die Geheimnisse experimenteller Speisen erforscht und kann das Gericht jetzt, wo sie darin enthaltene komplexen Aromen erörtert hat, an der eigenen Profi-Kochstation zubereiten. So, ich würde hier gerne noch einen blauen Konfettikuchen haben wollen. Oh, ich habe Gold und ich kriege aber trotzdem hier noch was angezeigt. Ich glaube, die muss gerade mal auf die Toilette. Timo, kannst du mal den Kuchen bestellen? Hey, da ist er ja. Oh, das ging aber schnell. So, Geburtstagskerzen hinzufügen und du kannst hier das nochmal austrinken, damit die das wegräumen vielleicht. Und wenn Dahlia dann zurück ist, ich gehe mal kurz mit ihr mit. Wir haben aber nicht mehr lange Zeit, Dahlia, mach mal hinne. Oh, müde ist sie auch noch. Wo sind denn die Toiletten? Ach du Schande, die sind ganz oben. Nee. Hä? Warte mal, da wären doch auch noch welche. Guck mal, das ist, der Weg ist kürzer. Ah, sie kommt schon dahin. Komm mal her. So, einmal. Yay. Und dann gehst du runter. Und hier einmal Kerzen auspusten. Dann haben wir in dem Luxury-Restaurant haben wir dann Geburtstag gefeiert. Die zwei, die lieben das in Restaurants zusammen, alleine gemeinsam, ohne die Familie. Ja, sich zweimal verlobt. Einmal haben sie ja sogar geheiratet in einem Restaurant. Und jetzt machen wir Geburtstagsfeier von Dahlia. So, komm jetzt wieder. Wo ist sie denn? Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Irgendwie geht die durch die Küche durch, kann das sein? Der Weg ist kürzer, ich bin müde. Ja, dann Kerzen auspusten. Los. Hey. Oh, yeah, baby. Happy birthday. Yay. Und somit ist Dahlia erwachsen geworden. Ja, sie ist älter, Midlife Crisis wartet und so weiter, ja. So, ich glaube, jetzt müssen wir aber nach Hause. Warum können wir nicht nach Hause? Ach so, weil die Verabredung, die beenden wir jetzt. Vorzeitig, wir haben ja Gold. Sebastian Palm und Emma Eklund. Emma Eklund, ich glaube, die war irgendwann mal Kind, jetzt ist sie Seniorin.
So, wir gehen nach Hause, glaube ich. Den Kuchen können wir stehen lassen, brauchen wir jetzt nicht. Hergestellt von Timo? Traumtänzer? Okay. Das, ich habe ihn bestellt. Deswegen habe ich ihn aber doch nicht hergestellt. Seltsam. Nun gut, wo ist denn Dahlia jetzt? Oh, seht ihr mal hier. Moment, stopp, ich muss hier nochmal gucken. Hier oben seht ihr Dia de los Muertos. Moment. Sims-Spieler auf der ganzen Welt haben insgesamt 171.337 Zuckerschädel gesammelt schon. Wow, okay. Ich selber habe noch 0 von 9 Zuckerschädeln hier. 30 Tage, 4 Stunden, das ist ja cool, dass es sogar hier steht. Also hier können wir das immer wieder abrufen. Wie viel Tage, Stunden wir noch Zeit haben, um diese 9 oder eigentlich ja 10 Zuckerschädel zu finden. So, eigentlich, wo ist er denn jetzt? Hallo? Sind wir schon auf dem Weg nach Hause? Ich würde nämlich mit Timo. Warum im Internet surfen? Du stehst doch irgendwo. Ich würde gerne heute mal einen Urlaubstag mit unserem Timo nehmen. Wo ist er denn? Da ist er. Mensch. Und wo ist Dahlia? Ich glaube, die sind gerade ein bisschen ziellos. Sie wissen nicht, wo es nach Hause geht oder so. Kann das sein? Hallo? So, die Kids sind auf jeden Fall in die Schule gegangen, zumindest. Was? Moment, stopp. Was ist denn hier los? Ah, nein, ist jemand gestorben hier? Wer ist denn gestorben? Sebastian Palm, oh, von dem ich gerade noch gesprochen hatte. Ach Mann, und hier sehen wir aber schon direkt, was wir ganz neu können. Zuckerschädelgarbe darbringen. Komm, wir machen das jetzt gerade mal. Ich habe zwar keine Ahnung. Ponka, Ja, Timo ist wieder reingegangen, obwohl ich den beiden gesagt hatte, dass sie eigentlich. Nein! Das gibt's doch nicht. Der nächste stirbt hier gerade. Ben Hilgers. Der ist irgendwie, ja, oben im Restaurant. Das Sterben. Es ist wieder ganz typisch für mich hier. Oh, und Dahlia, glaube ich, die ist. Ja, bumm. Die ist gerade unten eingeschlafen. Timo, du brauchst nicht trauern um diesen Sebastian Palm. Wir kannten ihn, glaube ich, gar nicht, oder? Aber du kannst auch mal eine Zuckerschädelgabe darbringen. Und dann muss man irgendwie gucken, dass Leute rumlaufen, die eben so gewisse Klamotten anhaben. Und die Leute um einen Zuckerschädel bitten oder so ähnlich. Da kommt der Sensenmann. Geklappt, die respektvolle Geste von Timo wurde gewürdigt. Die Ahnen haben seinen Ruf erhört und einen Dia de los Muertos Feiernden in die Nachbarschaft gesandt. Den müssen wir nur finden. So, der Sensemann holt auf jeden Fall den Hilgers, hieß er, da oben auch noch ab, bis er da oben ist. Braucht eine Weile. Oh Mann. Das kann doch nie sein. Man verhandelt nicht. Was? Man verhandelt nicht. Oh, warte, stopp. Was war denn das? Was war das? Schnitterblume geben. Warum sollte ich ihm meine Schnitterblume geben? Um Ben flehen, verführen, Ben zu verschonen. Nee, wir verführen den Sendemann nicht. Die Schnitterblume, nö, die brauche ich selbst noch. Ich will ja irgendwann mal wieder auch feste Form annehmen hier mit Timo. Tja. Jetzt, das Sterben im Restaurant. Na gut. Irgendwo muss also jetzt jemand rumlaufen, den wir um einen Zuckerschädel bitten können oder so ähnlich. Aber ich wollte nach Hause. Wir haben. Oh, verdammt. Haben wir Urlaub genommen? Haben wir Urlaub genommen? Hast du es noch gemacht? Ah ja, gut, super. Sonst hätten wir jetzt gleich in den Urlaub gemisst. So. Dahlia hat sich wieder an den Tisch gesetzt. Ich wollte nach Hause mit euch.
Wer ist das? Gladys Anderson. Okay. Hier, stell dich mal bei ihr vor. Gespensterschreck. Und das ist Alice Anderson. Gladys. Kennen wir die auch? Noch nicht. Sehr nett. Sehr nette Vorstellung, Timo. Warum komme ich nicht nach Hause? So, wartet mal. Kann ich mich auch anders nach Hause schicken? Ich kann nicht... Da muss halt umziehen, Urlaub, reisen. Reisen. Dann gehen wir mal auf Reisen mit der Dahlia. Und... Wir wollen... Jetzt nämlich wieder... Nach Hause und dann gucken wir mal, was wir denn mit unseren eigenen Grabsteinen, also Urnen, machen können. Haben wir ja genug im Keller stehen. Jo. Und wir gucken uns auch mal ein bisschen in der Gegend um, ob wir solche Menschen sehen, die eben so anders aussehen. Also das sind solche Gesichtsmasken oder so. Maskenmassen oder vielleicht auch, dass sie geschminkt wurden und dann, jo, bin ich mal gespannt, wie viele Zuckerschädel wir bekommen. Aber ich hole mir auch erstmal das Regal dafür. So, komm schon. Die Kids sind also jetzt in der Schule. Ich muss mal gucken, ob Dahlia hatte, glaube ich, noch frei, oder? Die hatte 3 Tage hintereinander frei und das war jetzt... eben noch der Fall. Trixi ist auch da. Hey, du hast... Was? Du bist gegangen, ohne deine Rechnung zu bezahlen. Ja, okay. Das, ja, haben sie aber abgezogen. Alles gut. Habe ich ganz vergessen, dass ich die Rechnung zahlen muss. Oh, guckt mal. Hier, Timo ist nach hinten gerückt. Das heißt, Dahlia ist jetzt quasi älter als Timo. War ja fast klar. Timo wird ja nicht älter als Geist. Also ich schicke ihn auch erstmal schlafen und gucke uns mal die Trixi an. Trixi geht es rundum gut, das ist sehr schön. Müsstest du arbeiten? Ja, dann würde ich gerne mit dir auch noch einen Urlaubstag nehmen und wir gucken uns dann mal hier um, ob wir vielleicht schon bei uns hier in der Gegend Leute finden, die vielleicht so aussehen, als könnten sie uns einen Zuckerschädel geben. Haha, ha. Guckt mal, da... Moment, stopp. Ich muss den angucken. Das ist einer der Typen. Wie heißt er? Tobias Müller, Dia de los Muertos feiern da. Sehr schön. Coole Klamotten. So, warte. Hier steht schon nach Zuckerschädel fragen. Ich gucke aber trotzdem nochmal, ob das noch irgendwas anderes ist. Nee, das andere ist alles. Jupp. Okay, aber jetzt ist es weg. Moment, da. Nach Zuckerschädel fragen. Dann geht sie doch mal gleich los. Yay, da ist einer. Ist da noch einer? Ja. Moment, stopp. Halt. Ach, guck mal, die Tara hat auch mit dem schon geredet. Das ist der Michael Kane. Den müssten wir im Grunde zwar auch noch uns vorstellen, aber wir können ihm ja auch direkt fragen. Trixi, mach hinne, der läuft wieder davon. Wo bin ich denn? Wo ist Trixi? Bist du nach hinten raus? Nee, die ist noch hier drin. Los, Trixi. Ist sie in Urlaub gegangen? Ja, okay. Wir haben sonst keine Zeit mehr. Na, wo ist sie denn? Sie braucht halt eine Weile, bis sie bei ihm ist. So, jetzt an dem einen müssen wir erstmal vorbeigehen. Ah, nee, der ist stehen geblieben. Sehr schön. So, ich bin gespannt. Kriegen wir schon unsere ersten Zuckerschädel? Von den Leuten, die hier rumlaufen. Kannst du mir einen Zuckerschädel geben? Komm schon, gib her. So wie er gefuchtelt hat, hat er eher Nein gesagt. Warum sollte ich den Dia de los Muertos mit einem Fremden oder Feind feiern? What? wir waren uns nicht fremd. Ich kannte dich doch irgendwie, oder? Schulprojekt, ach so, ja, okay, das ist jetzt irgendwas aus der Schule.
Aber Tobias, ich kannte dich doch ein bisschen. Also muss ich mich immer zuerst vorstellen und so. Das ist natürlich übelst. Jibs, Tambra. Der andere ist jetzt schon davon gerannt. Ach nee, da vorne ist er. Und da ist noch einer. Yay. Tim Müller. Tja, die beiden, die kennen wir überhaupt nicht. Also von daher. Müssen wir uns erstmal vorstellen. Die haben alle ähnliche Klamotten an. Die Hose finde ich irgendwie ja süß. Bis jetzt alles nur Männer. Warum sollte ich und so weiter? Jo. Trixi ist ein bisschen. So, dann quatschen wir einfach erstmal mit dir, Star imitieren, über Lieblingsband reden, kennenlernen. Ich bin doch kein Feind. Und dann frage ich noch. Also wir müssen die anscheinend kennen. Das ist er, oder? Ja. Er ist mittlerweile junger Erwachsener schon. Das ist natürlich doof, dass ich die erstmal kennen muss. Oh. Er ist gemein und romantisch. Na gut. Wer ist denn das da hinten? Der Postbote. Ich glaube, wir haben Post gekriegt zu Hause. Ich will doch nur einen Zuckerschädel kommen. Meinen ersten Zuckerschädel. Gib ihn mir, bitte. Ich meine, die andere Variante wäre noch, zu Hause mal zu schauen, eben unsere Urnen anzugucken und so. Hallo, Postbote. Ist ja süß, wie er da vorbeiläuft gerade. Er will mir einfach keinen Zuckerschädel geben. Ute Janssen? Hey, wir hatten schon lange keine Versammlung mehr. Wie wär's, wenn wir uns alle treffen würden? Nein, danke. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ich schlafe. Was war das für eine Gruppe? Die Mixianer. Oh. Stimmt, die hatten schon lange keine Versammlung mehr. Er will mir keinen Zuckerschädel geben. Das ist doch doof. Jetzt muss ich ihn mal ein bisschen hier... ein bisschen hier anflirten. Vielleicht irgendwann... gibt er mir mal einen Zuckerschädel, gib ihn her. Los! Oh, George! Huh? Karen, that's a new! Me too! So with Toonie Charm. Kimbara. Sharky. Ach ja. 9 Stück sollen wir also kriegen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hinbekomme, aber einen nach den anderen. Einen Monat haben wir Zeit. So. Sie quatscht ihn noch ein bisschen an und... ja. Die Frage ist nur auch so, gerade wo ich habe, kann ich selbst auch solch ein Feiernder werden? Aber dann kann ich mir selbst die Zuckerschädel geben. Also komm, jetzt langsam... lernen wir dich immer besser kennen. Bitten abzuhängen. Jetzt ist er beschämt. Mist, was haben wir denn gesagt? Irgendwas haben wir gesagt, was ihn beschämt hat. Trixi, nicht so dolle. Oh, die Schule ist aus. Unsere Kids kommen nach Hause. Tiara hat in der Schule etwas mitgehen lassen. Was? Ach so, sie ist ja... Kleptomanin, was hast du mitgehen lassen? In deinem Inventar ist es allerdings nicht. Komisch. Ja. Haben wir? warte, Moment. Okay, ich kann einen Moment bleiben. Ja, nee, das wollte ich ja gar nicht. Ja! Wir haben einen. Juhu, einen Kevin. Kevin, juhu. So, Tobias hat... Trixi anlässlich der Feierlichkeiten des Dia de los Muertos einen Zuckerschädel gegeben. Okay. So, dann gucke ich doch mal gerade. Wartet. Einmal. Ich möchte ja noch Lagerung und ich habe ihn schon ja mal entdeckt.
Ah, okay, ich muss erstmal die Jasmine. Okay, das mache ich jetzt gerade, aber trotzdem nochmal. So, du gehst mal kurz nach Hause und dann rufst du mal die Jasmine an. Schätze ich mal hier. Ich will damit doch schon mal anfangen. Komm schon mal her. Und hoffe, dass sie dann bald kommt. So, Dahlia ist irgendwie wieder auf. Warum bist du wieder wach? Du trainierst. Geh ins Bett, Dahlia. Das ist okay. So, ich guck mal nach den anderen. Wie geht's euch? Okay, Tobias, gehst du mal nach unten und wir könnten eigentlich auch nach mit Timo auch Zuckerschädelgabel da bringen. Kann er mittlerweile eigentlich rein? Ich muss mal gucken. Aufschließen. Ich schließe mal unseren die Tür wieder mal auf, dann können wir rein. So, du kannst mal an diesen drei eine Zuckerschädelgabe darbringen. Tiara übernimmt das mal bei den beiden. Und dann gucken wir. So, da kommt unsere Nala. Nalachen, gleich. Ich spiele gleich mit dir. Hier, ich komme sofort, sagt auch. Jasmine heißt sie. So, ich glaube, du solltest erstmal auf Toilette gehen. Verwenden, spülen und dann warten wir mal. Da ist sie schon. Oh, halt. Stopp. Nach der Dia de los Muertos Herausforderung fragen. So, dann gehen wir erstmal hierhin direkt. Komm schon, Trixie, los. Hatte sie schon immer diese Jacke an? So, also, Moment, stopp, stopp. Die Dia de los Muertos Herausforderung ist da, aber nur für kurze Zeit. Andere Sims sind bereits dabei, die Feierlichkeiten zu begehen. Halte in der Nachbarschaft nach Sims in ausdrucksstarken Kostümen Ausschau und frage sie nach Zuckerschädeln. Wenn deine Sims die Zuckerschädelsammlung vervollständigen, können sie selbst an den Feierlichkeiten teilnehmen. Platziere die neun verschiedenen Zuckerschädel im Zuckerschädel-Schaukasten, um die Interaktion verblichene Ehren freizuschalten. Wenn du diese Interaktion ausführst, erhält dein Haushalt den goldenen Schädel und deine Sims können erweiterte Interaktionen mit dem Sensemann durchführen. Okay. Und Jasmine Holiday hat einen Zuckerschädel-Schaukasten in deinem Haushaltinventar platziert. Je, ich muss ihn nicht kaufen, um dir den Einstieg in die Dia de los Muertos Herausforderung zu erleichtern. Wenn du ihn lieber in einer anderen Farbe hättest, kannst du den Kasten auch im, lass doch mal offen, Objektkatalog des Baumodus in der Kategorie Lagerung kaufen. Okay. Dann gucken wir mal. Rot sah ganz toll aus, aber ja, da ist auch rot. Ach, guckt, und da ist auch. Wo kommt denn der Konfettikuchen her? Oh, ich glaube, den Konfettikuchen, den haben wir aus dem Restaurant mitgenommen. Den stellen wir halt mal auch gerade mal raus. Warte, so. Und den VIP-Eimer haben wir natürlich für unsere Verabredung bekommen. Den verkaufe ich aber, weil das brauche ich jetzt nicht. Und das, oder ja, das Poster hier hat unsere Tiara aus der Schule geklaut. Und das ist der liebe Schaukasten. Wo mache ich denn den hin? Wo mache ich den hin? Hey, wo mache ich den hin? Wir könnten den auch nach unten eigentlich hier reinhängen. Das ist ja doch eine Idee. Warte, so. Genau, wir machen ihn hier hin. Und rot finde ich auch cool. Und unseren ersten, Moment. Schädel einen blauen Kevin. Yay. Cool. So, ich glaube, ich sage hier erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann das nächste Mal wieder. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saginaida. Ciao, ciao.